So, mein Name ist Robert Franz und jetzt meine Antwort auf die Frage, wie würde ich meine Mittel nehmen? Ganz einfach. Für mich im Internet kursieren allerlei für Sachen, man soll Selen nicht zusammennehmen, Vitamin C und so. Finde ich einfach einen Schwachsinn. Ich habe jetzt auch erste Suppe und nachher kommt der Kartoffelbär und nachher kommt der Kaiserschmarrn in der Nacht. Sodass, an dem soll es nicht scheitern. Nur das Problem ist, viele Menschen sagen, ich will es vor dem Essen nehmen, nach dem Essen, während dem Essen sei okay. Fangen wir mit OPC. OPC will ich sowieso, ich weiß, gleich nach dem Essen nehmen. Warum? Viele Menschen haben empfindlichen Magen. Dadurch kommt es, ich weiß, nach 10 Minuten vielleicht so eine leichte Übelkeit oder leichtes Unwohlsein, sodass, wenn ich ganz empfindlich Magen haben würde, würde ich mitten essen, zwei Löffel essen, OPC nehmen, einfach weiter essen. Zu anderen Sachen, zum Beispiel MSM, Schwefel, würde ich nehmen alle 12 Stunden. Ich würde ihn in der Früh und am Abend nehmen. Da würde ich immer gewährleisten, dass im Blut ein gewisser Schwefelspiegel ist, damit die Schmerzen, ich weiß, konstant unterdrückt werden. Andere Sachen wie Carnitin würde ich auch in der Früh nehmen, dass ich Power habe den ganzen Tag. Diesen Messlöffel Carnitin würde ich in der Früh nach dem Frühstück nehmen. Ich kann sogar Carnitin, MSM und Arginin vermischen, einen Shake machen und dadurch trinken. Hab keine Angst, die Stoffe wirken einzeln, der Körper nimmt sie dankend an. Und die anderen Sachen, Vitamin D3, K2, Q10, was auch immer, würde ich mit nachnehmen. Ich weiß nach dem Mittagessen, warum wir D3 ist fettabhängig. Überhaupt bei Q10, die Menschen müssen sich gewöhnen, alle drei Q10 auf einmal zu nehmen. Viele probieren Q10 zu verteilen. Nein, wer ein schwaches Herz hat, der braucht auf einmal alle Nährstoffe, dass die ganze Herzzellen versorgt werden. Sodass, ich weiß, nochmal die Mittel, MSM in der Früh und am Abend, alle 12 Stunden, Carnitin in der Früh, um Power zu haben. Ich weiß, MSM, dann Arginin in der Früh für Blutdruck. Man kann auch zweimal am Tag, würde ich auch zweimal Arginin am Tag nehmen, 5 Gramm. Warum? Weil ich weiß, man kann bis zu 10 Gramm Arginin nehmen, ohne dass was passiert. Kleine Mengen von Arginin bringen nicht die erwünschte Wirkung. Und die anderen Sachen, so ich sage, einfach nehmen zusammen und hört auf an den Schmanz, was die Menschen erzählen da im Internet. Ich weiß, ich darf das nicht nehmen, auch nicht nehmen, das sind nur Experten, die es niemals zeigen. Deshalb bin ich auch bereit, jede Frage zu stellen. Aber die meisten Menschen sagen jetzt, was behaupten, verschwinden von der Oberfläche. Und die Leute machen sich Monate, sogar jahrelang Sorgen. Sodass, nimmt nach gutem Bauchgefühl, die letzten 28 Jahre ist keine Naturmittel gestorben, sodass ihr haut Pharmagift rein, sodass traut euch die Natur mit ins Boot zu nehmen. Deshalb macht klar einen Tisch, nimmt die Mittel einfach. Hauptsache nimmt sie früher, nachher, der Körper nimmt sie dankend an. Und wenn was passiert, mehr oder weniger, setzt das Mittel ab und, ich weiß, lebt euer Leben.